Vielleicht, ja. Wir spielen aber jetzt ganz sicherlich ein Spiel. Ein Spiel, was ganz einfach ist. Es hat nämlich nur eine Regel. Das ist einfach und genial. Diese eine Regel besagt, wir bekommen dort gleich Dinge präsentiert, die uns zum Lachen bringen sollen. Wir dürfen aber nicht drüber lachen. Sollten wir dennoch lachen, müssen wir etwas trinken. Hat es jeder verstanden? Sehr gut. Dann spielen wir jetzt Dawn of the Gag. Und dazu bitten wir unsere sympathische Spielleiterin auf die Bühne. Applaus für Paulina Rozinski. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen auch an das Trio zu Dawn of the Gag. Ja, die Regeln sind denkbar einfach und erklärt. Ihr dürft nicht lachen. Ihr dürft nicht schmunzeln, ihr dürft gar nichts machen. Ihr müsst ein Pokerface aufsetzen und Kontenance bewahren. Wer das nicht schafft, dann ertönt dieses Signal. Und es wird nicht lamentiert, es wird gesoffen. Dafür haben wir die unterschiedlichsten Humorfarben vorbereitet. Und wir legen gleich mal mit der ersten los. Bitteschön. Das lief ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich hatte kurz vergessen, dass wir nicht lachen sollen. Entschuldigung. Ja. Jürgen von der Lippe war einfach fabelhaft. Unglaublich. Ich das Keinen Schluck getrunken. Wir wollten ja noch eine Privatwette machen. Ne? Ja, die Privatwette läuft. Die nächste Farbe kommt aus dem Hause Deutschland sucht den Superstar. Wir sind unglaublich glücklich, dass er sich extra für uns Zeit genommen hat. Bitte begrüßen Sie mit mir das Ausnahmetalent. Alfie Hardcore. Yes, I'm the man. I'm the chic Vibrator and one Organisator. Come on, dance with me, follow me. Let me lick your Paula from your body. I'm not nobody. Yeah, I am real. Schneller, we good. Yeah, 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 yeah. We good. Vielen Dank, vielen Dank. Und es geht eigentlich auch schon direkt weiter. Ja, Joko? Er hat live gesungen, ne? Ja. Wollte ich nur mal kurz festhalten, ja. Es geht direkt weiter. Muss ich sagen, da konnte ich nicht drüber lachen. Ne? Das fand ich gekünstelt, billig. Oh. Effekthascherei, meinst du? Billige Effekthascherei, ja. Und auch ein bisschen unansehnlich. Nur ist der Mann ja angetrunken. Ja. Wir sehen jetzt einen Ausschnitt aus dem aktuellen Programm von Jürgen von der Lippe. So geht's. Garantierter Angriff aufs Zwerchfell. Ja, ich flirte wahnsinnig gern. Ich sage Dinge wie: Nee, Frau, ich fürchte, es gibt Krieg. Mein Säbel juckt. Hm? Der nächste war so ein bisschen alternativ. Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Hm? Den dritten mochte ich besonders gern. Kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Nein? Willst du ficken, ey?
haben einen relativ eindeutigen Punktestand, muss ich sagen. Wir haben einen Gewinner, ganz deutlich, und zwar Joko Winterscheid.